Ich möchte Sie begrüßen zum Linux Day 2016 in Dornbirn recht herzlich und wünsche Ihnen viel Unterhaltung und Information zum Vortrag von Herrn Becker, Axel. Let's go! Jo. Mich hört man? Nein, ich habe hier ein eigenes Mikro. Ist schon recht. Freut mich, dass so viele gekommen sind. Ich möchte ein bisschen was darüber erzählen, wie man als, sagen wir mal, vor allem kleines Open-Source-Projekt durchaus gewisse Dienste bekommt, ohne dass man irgendwie groß was zahlen muss, sondern meistens nur mit anmelden. Einfach kleinere Open-Source-Projekte haben meistens keine eigene Infrastruktur, irgendwie Servermiete müsste man auch zahlen und bloß für das kleine nette Projekt, das ich da habe, jetzt extra Geld ausgeben, ist vielleicht nicht immer so drin. Und deswegen will ich einfach mal zeigen, was man alles so für Open-Source-Projekte kostenlos im Netz bekommen kann an Online-Dienstleistungen, die einfach für ein Open-Source-Projekt nützlich sind, so wie Continuous Integration, also sprich automatisches Ausführen aller Tests bei jedem Push. Was haben wir denn sonst noch? Also Git-Hosting oder VCS, also Versionskontroll-Hosting allgemein, Webseiten gehostet bekommen in einer Methode, die brauchbar für Open-Source-Projekte ist. Code-Coverage automatisch berechnet zum Beispiel oder statische Code-Analysen, Bug-Tracking. Es gibt sogar Firmen, die einem DNS-Hosting anbieten. Das heißt, wenn man irgendwie eine eigene Domain hat, dass man nicht irgendwie noch DNS-Server dafür betreiben muss. Und die Folien für den Vortrag gibt es auch unter dieser URL. Und ich zeige sie am Ende vom Vortrag nochmal, wer sie jetzt nicht genau mitschreiben möchte, sonst noone.org/talks und dann gibt es auch einen Link für den Rest. Ja, und dann fange ich einfach mal an mit den Diensten. GitHub kennen vermutlich die meisten, stolpert man relativ schnell drüber. Wenn man bei irgendeinem Open-Source-Projekt sich mal den Quellcode angucken will, es ist sozusagen der Leithammel ist übertrieben, aber vermutlich der größte Anbieter an der Stelle. Vom Geschäftskonzept ist dort so, sobald man nicht öffentliche Repositories haben will, dann wollen sie Geld haben. Und sie verkaufen das Ganze auch als Appliance, damit man das vor Ort bei sich in der Firma oft im eigenen Netzwerk benutzen kann. Aber für Open-Source-Projekte, alles, was sozusagen in die Öffentlichkeit gestellt wird, kann man das kostenlos machen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch keine Platzbeschränkungen mehr. Durch die Beispiele gehe ich nachher noch kurz durch, vom Aussehen her. GitLab ist vermutlich einer von den größten Konkurrenten. Der größte Unterschied von der philosophischen Seite her ist, GitLab gibt es auch als Open-Source-Software, das heißt, man kann sich das Zeug runterladen und auf einen eigenen Server bei sich zu Hause installieren. Sie haben einen Release-Zyklus von ungefähr 2 Monaten, das heißt, alle 2 Monate darf man die Kiste gröber umbauen. Das letzte Mal, wo ich es erlebt habe, war dann plötzlich, sie brauchen ein neueres Ruby, als in Debian Stable ist. Ja, toll. Aber eben, sie bieten das unter gitlab.com auch als Software as a Service oder Hosting as a Service, wie auch immer, an. Von den Features her sehr, sehr ähnlich zu GitHub. Die Benutzeroberfläche in beiden Stellen ist vermutlich Geschmackssache. Ich vergleiche es nachher noch kurz. Was ich auch noch zeigen möchte, es gibt auch noch, wie soll man sagen, nicht nur kommerzielle Anbieter in dem Bereich, sondern auch idealistische. Repo.org.cz macht kein Geld damit. Die betreiben das aus Spaß an der Freude. Die Software dahinter ist auch freie Software, heißt irgendwie Giroco oder so ähnlich, also wie Shiroco, bloß mit Gi für Git. Und dort ist alles ein bisschen simpler. Da ist auch, sind nicht unbedingt gerade noch Webhooks und Issue-Tracking dabei, sondern es ist wirklich primäres Git-Hosting. Deswegen fange ich da auch jetzt mal an. Optisch erinnert es verdammt stark an GitWeb. Ich würde es auch nicht wundern, wenn es dahinter ist. Andererseits gilt GitWeb als imperformant.
Man hat hier oben ein bisschen Informationen über das Projekt, was dort unique ist oder was ein Einstellungsmerkmal. Man kann Text für die Projekte vergeben und nach den Text suchen, nach Projekten. Sie zeigen das README an. Hier ist es ein Textfile und unten halt das Shortlog, die Tags. Und wenn man dann aber auf den Baum will, muss man, also die Dateien sehen, muss man auf Tree klicken. Es ist alles relativ simpel gehalten. Aber ist zum Beispiel, wenn man bewusst freie Software haben möchte, wo es auch nicht irgendwie eine kommerzielle Version mit mehr Features gibt, wie bei GitLab. Und ja, dann ist das zum Beispiel eine Variante. Dann gucken wir mal kurz bei GitHub rein, ein Beispielprojekt. Bei GitHub gefühlt ändert sich das Layout irgendwie all Jahr mal. Es sieht immer mal wieder ein bisschen anders aus. Aber im Großen und Ganzen hat man zwei Ebenen von Menüs. Hier oben so grob verschiedenen Kategorien und hier unten beim Code oder bei den Grafiken nochmal Unterkategorien. Also ich kann hier zum Beispiel momentan per Default sehe ich den Verzeichnisbaum. Ich kann mir die Commits anzeigen lassen, wo da zuletzt was geändert wurde. Das Häkchen hier hinten ist übrigens eins von den Features, die ich nachher zeigen werde. Hier ist irgendwann das automatische Testing fehlgeschlagen, deswegen ist da ein Häkchen dahinter. Und eben 4 von 5, also einer ist fehlgeschlagen. Ist und dagegen komme ich nachher dazu. Was ich euch noch zeigen will, ist das, was man nicht sieht, wenn man kein Projekt dort hat. Bei den Grafiken kann ich zum Beispiel auch sagen, oh, da lädt er jetzt noch, Sachen, die man, jetzt bin ich doch nicht eingeloggt, doch, ich bin eingeloggt. Traffic, genau. Was ihr hier noch habt, war von den letzten 2 Wochen, wie viele Leute das geklont haben, wie oft es geklont wurde und hier unten noch, ich muss das kleiner machen ein bisschen, damit man es sieht bei der Auflösung, Besuchsstatistik und woher die Leute kommen, welche Sachen sie angeschaut haben. Das sind Sachen, die man nur als Besitzer von einem Repo sieht und auch von den Einstellungen her sind natürlich Sachen, die man nur so rankommt. Man kann zum Beispiel sagen, ob man Issue Tracking haben will, ein paar Sachen, was man an Merges haben möchte. Ja, man kann eine eigene Domain im Zweifelsfall für die Webseiten oder sowas angeben. Wenn man Webseiten dort noch hosten möchte, komme ich nachher noch dazu. Jetzt gehen wir nochmal zum Vergleich. Das genau das gleiche Projekt, nur auf GitLab. Sieht gleich recht anders aus. Hier kommt so schnell das README kommt zuerst. Oder auf der Startseite sieht man eigentlich momentan nichts anderes. Das wechselt auch mit der Zeit. Wenn ich jetzt irgendwo die Dateien sehen möchte, muss ich extra klicken. Das README kommt nochmal. Hier bin ich jetzt nicht eingeloggt. Ich habe einfach irgendwo persönlich bei GitLab einfach mit der Navigation ein bisschen mehr Mühe. Manches findet man dann nur hier drüben drin. Und die Default-Ansicht ist wirklich nur das README. Und wenn man Details haben will, muss man halt rumklicken. Bei GitHub ist es gerade umgekehrt. Aber ihr seht, die beiden ähneln sich optisch auch sehr stark. Es ist irgendwie alles so ein bisschen im Twitter-Bootstrap-Style mit Hamburger-Menü und so. Jo. Von den Features her, GitHub und GitLab haben Pull-Requests, das heißt, jemand anders kann sagen, mach mir eine Kopie von dem Repo, ich ändere was und dann will ich meine Änderung bitte ins Original-Repo mit reingenommen haben. Kann man auch sagen, einfach ich will eine Kopie, wird beim Pull-Request automatisch gemacht, wenn man bisher keine hatte. Webhooks unterstützen auch beide, das heißt, wenn ein Git-Push gemacht wurde, zum Beispiel, also wenn man Änderungen in das Repository reingeschoben hat, dann werden automatisch Details über diesen Push werden an ein CGI-Skript, das man selber angeben kann oder gibt auch viele vorgefertigte, weitergegeben, sodass man irgendwas auslösen kann, Deployment oder eben automatisches Ausführen von Tests etc. Ja, das waren jetzt so mal die Git-Hoster, wo ich zumindest mal schon mal Erfahrung mit hatte. Es gibt sicher noch mehr. Was ich aber auch noch zeigen wollte, nicht alle Leute sind glücklich mit Git. Es gibt auch noch ein paar Anbieter, die mehr als Git anbieten. Der älteste davon ist vermutlich Bitbucket. Die haben mit Mercurial angefangen, zu Zeiten, als es Git
das Git noch nicht so populär war. Dann der älteste Hase in diesem Business ist vermutlich SourceForge, wobei die ursprünglich vor allem CVS und Subversion angeboten haben, weil damals gab es nichts anderes. Mittlerweile haben sie kein CVS mehr. CVS ist ja eines von den ältesten Versionskontrollsystemen. Projekte, die das noch benutzen, können es bei SourceForge auch noch haben, aber du kriegst es nicht mehr neu dort. Motivation dahinter, weiß nicht, vielleicht kompliziert zu hosten. Dafür bieten sie Git und Mercurial noch zusätzlich an, haben auch eine Kategorisierung von Projekten mit drin. Und dann habe ich letztens erst entdeckt, es gibt noch ein relativ junges Unternehmen namens Deveo. Dort habe ich jetzt konkret kein Beispiel gefunden. Ich habe auf der Webseite mich durchklicken können. Ich bin nicht auf irgendwie eine Übersicht von Repos gekommen. Als Unterschied oder als Alleinstellungsmerkmal sagen sie, dass sie zum Beispiel pro Projekt Benutzernamen haben und nicht hostingweit individuelle Benutzername. Das heißt, und man kann feiner untergliedern, welcher Benutzer auf welchem Repo welche Rechte genau hat. Sie zielen damit vor allem auf kleinere Firmen, die durchaus mehrere Teams haben und der Manager darf vielleicht keinen Code committen, aber reinschauen etc. Und eben, dass sie halt pro Projekt Benutzernamen vergeben können. Bin ich erst neulich drüber gestolpert, kann ich sonst nicht viel mehr erzählen. Sie bieten Git, Subversion und Mercurial an der Stelle. Dann will ich einfach mal kurz nochmal die Beispiele zeigen zu diesen dreien. Hier haben wir ein Projekt, das, wenn ich mich recht entsinne, oh, das sieht hier auch ein bisschen, mal kleiner machen, damit man was sieht. Wenn man jetzt hier irgendwo Source Code, kriegt man hier auch, das hier ist jetzt ein Mercurial Repo, sieht man im Punkt HG irgendwas. Sieht aber auch alles sehr ähnlich aus. Bitbucket war ursprünglich mal eigenständig, wurde vor ein, zwei Jahren von Atlassian aufgekauft. Seither sieht es auch optisch ein bisschen mehr nach den restlichen Produkten aus dem Hause aus. Atlassian macht eigentlich ihr Geld damit, dass sie das ganze Zeugs auch als fertige Appliance oder installierbare Software kommerziell anbieten. So, da haben wir zum Beispiel hier zwei offene Issues, kommen wir nachher noch dazu, Issue-Tracking. Scheint auch alles sehr dynamisch zu sein, so wie das gerade hier rumwabbelt. haben wir noch Source Code, was ist denn? Ah, hier Branches, gut, uns zwei. Und Wiki, Downloads, kommen wir nachher noch dazu, ja. Und bei SourceForge, wie gesagt, ältester Hase in der Szene. Ja, und am meisten mit Werbung voll und unbedingt, ja, und jetzt kommt hier im Hintergrund noch Werbung. Wir machen das jetzt mal kurz weg. Wir löschen Element 169 und wir löschen Element 168, dann kann ich euch das zeigen. So, und die Werbung, da will ich auch nicht. So, was ich sehr mühsam finde bei SourceForge, muss ich sagen, ist der Code-Browser. Weil ich habe das Gefühl, sie haben irgendwie versucht, das Git noch so irgendwie in ihr bisheriges auf CVS basierenden Code-Browsern reinzukriegen. Ich finde ihn mit Abstand den mühsamsten von allen, die ich bisher gesehen habe. Vor allem auch, weil er sehr, sehr langsam ist. Wenn ich jetzt, ja, und im Hintergrund seht ihr aber Loading Commits immer noch und immer noch. Erstmal kommt die Werbung und jetzt kommen die Commits. Also da waren die anderen doch ein bisschen flotter. Ich tue mal kurz nochmal das Zeug hier wegklicken. So, die Werbung auch noch weg. Was ist jetzt die 144? Ja. So, und ja, also schön ist, dass sie hier wenigstens noch irgendwie im Zweifelsfall anzeigen, wenn irgendwo was gemerged wurde. Ich weiß nicht, das gibt es hier bei Z-Shell relativ selten, weil sie versuchen, eine lineare History hinzukriegen. Das ist vermutlich Geschmackssache. Nee, da hat man ein bisschen was gesehen. Da gibt es anscheinend irgendeinen Branch, der nicht zurückgemerged wurde. Also das ist was, wo ich sonst selten sehe. Ja, aber eben, er ist langsam und mühsam, empfinde ich so. Und mit Werbung vollgeklustert. Deswegen, wenn man mit Git arbeiten will, würde ich jetzt nicht gerade für ein neues Projekt SourceForge empfehlen. Ich glaube, wenn
Okay, ja, habe ich jetzt noch gar nicht. Das ist vielleicht der Grund, warum das nicht gemerged wurde. Aber okay, gut. Ja, und auch sonst hier unten, also ich meine, ich kann ja jetzt jedes einzelne Datei als Div anschauen, aber ich kann nicht den kompletten Div auf einer Seite anschauen. Das ist was mich irgendwie auch total nervt bei GitHub, bei SourceForge, weil es halt bei GitHub, GitLab einfach tut. Ja, gut, einmal ablässern, wie gesagt, persönliche Meinung. Muss man auch dazu sagen, SourceForge wurde mehrfach verkauft und immer wieder von Firmen, die halt versuchen, aus Medien Geld rauszupressen. Ist mit Slashdot mittlerweile verbandelt und ich weiß gar nicht, wie die Firma oben drüber mittlerweile heißt. Was es auch noch gibt, sind zweckgebundenes Hosting von Open Source Projekten selber. Einerseits hat Debian seinen eigenen SourceForge-Klon, also FusionForge ist eine Software, die geklont wurde von SourceForge, als SourceForge noch komplett Open Source war und noch eigene Software benutzt hat und nicht Apache, ich habe vergessen, wie es heißt, drauf basiert. Ja, Aliot ist eben die FusionForge-Installation von Debian. Die benutzt mit Abstand oder bietet mit Abstand am meisten Versionskontrollsysteme an. Ihr seht hier noch das eher am Aussterben seiende Arch oder auch zum Beispiel als TLA bekannt. Bazaar, das ist eher in der Ubuntu-Welt beliebt. Und Darks. Und jetzt fällt mir gerade auch auf, ich hätte da eigentlich auch gerade noch Launchpad drauf machen müssen. Weil Launchpad hat auch noch ein Bazaar-Hosting, aber wenn ich mir recht entsinne, noch nur Bazaar. Und hat, gut, bei der nächsten, das nächste Mal, wenn ich einen Vortrag halte, kommt das mit. Was Debian da benutzt ist, also FusionForge hat einen eigenen Repository-Viewer, aber der ist ungefähr so mühsam wie der von SourceForge. Deswegen hat Debian da einfach ein cgit, das im Prinzip eine Reimplementation von GitWeb ist, nur in C, weil GitWeb ist, glaube ich, in Perl geschrieben oder so. Muss ich hier auch mal ein bisschen kleiner machen, damit man was sieht. Ja, man hat die Branches, man hat die Tags, man hat einen kurzen Ausschnitt aus dem Log und immer, wenn man auf die Punkte hier unten klickt, sieht man die vollständige Liste, falls sie irgendwie größer ist. Und den Tree kriegt man halt hier, also die Inhalte vom Repo. Wenn man hier drauf klickt, da ist es jetzt offensichtlich auch gerade ein bisschen gemütlich. Das hat jetzt schnell geladen, aber hier, kommt. Alles relativ simpel, ohne, wie soll man sagen, große Ausschmückung. Das Anon SCM ist, also steht für Anonymous Source Control Management, whatever, liegt daran, dass Debian im Prinzip eine Kiste hat, wo die Nicht-Logins draufgehen, wenn man einfach nur Code angucken will oder klonen, und eine Kiste, mehrere Kisten, wo man drauf geht, wenn man mit Authentifizierung, zum Beispiel mit Schreibrechten drauf möchte. Und da gibt es halt dann auch SVN auf diesem Anon SCM etc. Jo. Dann gibt es noch, auch von Fedora, gibt es Fedora Hosted.org. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie sehr die mit Fedora verbandelt sind, aber viele Projekte, die irgendwie im Fedora-Umfeld entstanden sind oder gewartet werden, kommen dort her. Und auch hier ist das eher ein etwas schlichterer Browser. Dort ist es nicht das FusionForge, nicht SourceForge-Stil, sondern Track, was ursprünglich für SVN geschrieben wurde und dann irgendwie noch so Git nachträglich dazu. Hier ist es allerdings, und das sieht nach Mercurial aus in dem Fall, also bieten sie offensichtlich auch an. Track bietet dann nachher auch noch diverse andere Features wie ISO-Tracking, Wiki, News, etc. Ja. Kann mich erinnern, dass ich noch bei Heiko. Willst du kurz vielleicht mit dem Mikro? Lass es einfach gerade mal drüben dann. Nee, es geht schon. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Heiko noch sehr beim Ziemlich gemacht habe. Die verwenden. Oder haben zumindest seinerzeit Track verwendet zusammen mit Mercurial, also das müsste eigentlich gehen. Ja, also das hier sieht sehr nach Mercurial aus, weil Nummern vor den Hash-Summen ist eigentlich typisch für Mercurial. Ups. Nimm's kurz mit, weil dann können wir es gerade im Publikum lassen.
Dann braucht, weil ich bin hier, naja, nee, ich bin nicht verkabelt. Gut, also wer eher im Fedora-Umfeld unterwegs ist, für den ist vielleicht das was. Ich weiß nicht, wie sie es mit den Benutzern dort machen. Es gibt offensichtlich OpenID und Fedora-Konten. OpenID ist so federated, das heißt, man kann sich selber seinen eigenen Authentifizierungsserver aufstellen und kann bei allen Seiten, die da mitmachen, dann sich damit authentifizieren. Ja, eben die beiden sind halt eher, sagen wir mal, zweckgebunden oder distributionsspezifisch. Bei Debian ist zum Beispiel einfach die Bedingung, sollte irgendwas mit Debian zu tun haben oder im Debian-Umfeld ja, sein. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel eine Webseite für irgendeine lokalisierte Debian-Community macht, wird man die sicher auch da drauf bekommen. Repos anlegen kann jeder Debian-Entwickler, alle Nicht-Debian-Entwickler können, glaube ich, Repos beantragen. Ja, dann diverse von Anbieter für statische Webseiten. Statische Webseiten haben den Vorteil, A, es ist schnell, es ist leicht zu implementieren und man hat normalerweise keine Sicherheitslücken da drin, zumindest keine, die auf dem Server ausgenutzt werden können. SourceForge bietet das schon sehr lange an, mit, einfach mit projektname.sf.net oder projektname.sourceforge.net. Schön bei SourceForge an der Stelle, einfach auch ein bisschen, weil, sagen wir mal, Oldstyle, es gibt Shell-Zugang. Man kann sich per SSH einloggen auf und kann dann wirklich mit Kommandozeile auf den Webseiten Änderungen machen. Bei Source, also bei der Z-Shell sieht das dann so aus, es ist wirklich eine statische Datei. Selbst die Suchmaschine, da haben sie dann irgendwie Google nehmen müssen, weil es halt alles statisch. Und GitHub bietet das auch an. Dort überall unter der Domain github.io, also github.com ist das die Webseite, wo die Repos drauf sind. Und github.io ist die Domain, die sie benutzen fürs Webhosting. Auch schön, da gibt es überall HTTPS, was bei SourceForge zum Beispiel nicht dabei ist. Es gibt verschiedene Varianten dort. Entweder kann man für eine ganze Organisation eine Webseite haben oder eben für Unterprojekte. Typischerweise ist vorne beim Hostnamen die Organisation drin und hinten der Reponame oder ja, Projekt ist uneindeutig der Reponame. Sie bieten zusätzlich zu statischen Dateien noch eine Sache an, nämlich Markdown in Kombination mit Jekyll. Jekyll ist eine, ich glaube, in Python oder so geschriebene, Python oder Ruby, ich weiß es nicht, Blogging Engine, die statische Seiten generiert aus Markdown. Und wenn wir jetzt einfach mal so eine Seite angucken, das ist jetzt offensichtlich eine, die nicht mit Jekyll gemacht ist von der Optik her. Die sieht relativ simpel gestrickt aus. Veröffentlichen tut man Daten dort, indem man in einen bestimmten Git-Branch pusht in seinem eigenen Projekt. Ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber damit kann man von überall aus Daten runterladen, ändern, wieder hochladen. Hoppala, jetzt mal eins weiter. Dann gibt es auch noch ein paar Seiten, die rein Dokumentation anbieten zum Hosten. Auch eher schon länger mit dabei ist Read the Docs. Die Webseite dort ist readthedocs.com und oder .org, eins von beiden, geht beides. Und auch dort haben sie irgendwann wegen Cross-Server-Side-Scripting-Lücken alle Projektdomains auf projektname.readthedocs.io umgestellt, weil man sonst irgendwie an die Cookies von anderen Leuten kommen konnte, wenn man es richtig gemacht hat. Vermutlich auch bei GitHub der Grund, warum sie da eine andere Domain nehmen. Und .io, das ist ja gerade richtig hip. Ja, was man bei Read the Docs sagen muss, sie haben einen starken Fokus auf Python. Sie bieten zum Beispiel automatische Generierung von API-Dokumentation aus Python-Code an. Das geht, glaube ich, via Sphinx, was irgendwie ein Python-Modul zum Rendern von Doku ist. Man kann aber auch Markdown und RST benutzen, also Markdown, weil es ja, sehr beliebt allgemein ist und RST, das ist, glaube ich, die Python-interne Doku-Markup-Sprache. Markdown wird gemacht mit MK-Docs, was auch wieder in Python geschrieben ist, also eben alles sehr Python-lastig. Ich habe mal angefragt, ob sie vielleicht auch mal irgendwie Perl Plain Old Documentation rendern würden. Nee, weil da kann man ja keine API raussaugen.
Da ist noch eine Frage, sorry, ja? Nee, das war die Frage von Ihnen. RST ist Restructured Text, also sage ich, RST die Abkürzung dafür. Ist die Abkürzung, ja. Ja, es ist sinngemäß etwa das für Python, was BOD-Compare ist. Abzubeiten ist aber ganz anders. Bitte? Ab. Ach, der Aufbau ist. Ja, ja, die Markup ist total anders. Da schauen wir auch mal rein. Dort ist es, also das ist jetzt eine Seite, die mit Markdown gemacht ist. Was ihr auch seht hier unten, sie machen da erstmal ein Redirect auf Englisch und Latest, sprich, Read the Docs bietet an, einerseits Doku in verschiedenen Sprachen zu hosten und hat einfach von der Infrastruktur Support dafür und potenziell auch für verschiedene Versionen, habe ich jetzt hier bei dem Projekt nicht aktiviert. Ihr habt immer auf der linken Seite sozusagen das Menü, da muss man irgendwo die Struktur definieren und hier sind sozusagen auf der Seite dann die eigentlichen Doku-Inhalte. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, einfach von der Übersicht her, wenn man jetzt hier irgendwo anders drauf geht, dann springt hier auch die Doku schön, man kann die Doku auch durchsuchen, wenn man jetzt irgendwie mal nach Namen sucht. Ne? Ah, das geht jetzt über readthedocs.org und ist etwas langsamer. Vorführeffekt. Na doch, passiert was. Okay. Ein Fail-Whale, der nicht bei Twitter ist und in ASCII-Art. Niedlich. Okay. Sucht funktioniert offensichtlich nicht immer so toll. Also was. Dann mehr auf, sagen wir so, Dokumentation im Buchstil, also sprich umfangreichere Doku aus sind Gitbook und Penflip. Das sind eigentlich Seiten, wo ja, wo sagen, okay, bei uns kannst du mit Git zum Beispiel ein Buch schreiben. Muss nicht unbedingt Doku sein, aber ja, und bei Gitbook kannst du, wenn du was zahlst, auch sagen, okay, ich möchte nicht Open Source machen, sondern ich möchte, dass die Leute für mein Buch zahlen. Sprich, sie wollen halt damit ihr Geld verdienen, dass sie halt auch kommerzielle Anbieter von Inhalten ansprechen. Read the Docs umgekehrt ist auch wirklich von Open Source Leuten für Open Source Leute, kostet nichts, sie finanzieren sich irgendwie über Spenden. Ja. Gitbook ist so ein bisschen nach Leanpub gemacht. Leanpub ist ein größerer Verlag, der sich auf E-Books spezialisiert hat und wo relativ viel Anteile an den Einnahmen zurückgibt. Ich glaube, irgendwie grob 90% gehen an den Autor. Konnte man früher eigentlich auch kostenlos für benutzen, wenn man gesagt hat, ich möchte, dass meine Sachen auch kostenlos online zu lesen sind, weil man konnte sagen, minimaler Preis 0 Dollar. Letzteres geht immer noch, aber pro Buch muss man seit einem Monat oder so oder zwei 99 Dollar initial zahlen, weil sie halt gemerkt haben, ihr altes Business-Konzept ist nicht ganz aufgegangen und ja, deswegen nicht mehr drin, aber wer irgendwie ein Buch schreiben will, das vor allem online verkauft werden soll, ist Leanpub sicher nicht schlecht, aber bei Gitbook eben mit GitHub einloggen, kurz die Doku ein bisschen lesen, sie wollen irgendwie einen summary.md, wo man eine bestimmte Struktur haben muss, das ist dann nachher, sieht man auf der linken Seite, gibt es das Menü oder ja, hier hat er mir irgendwie die Mobile-Seite gemacht, ne? Das ist mein README, irgendwo gibt es doch Read, da, den Knopf wollte ich eigentlich, so. Hier links kommt sozusagen auch wieder das Menü. Es ist leider aus anderen Quellen als bei Gitbook. Das heißt, wenn man Gitbook und aus anderen Quellen als bei Read the Docs, wenn man Gitbook und Read the Docs haben möchte, muss man bei beides mal unterschiedlich die Menüstruktur basteln. Aber das ist eigentlich irgendwie, finde ich, noch relativ schön gelungen. Wenn man hier drauf klickt, geht auch das Menü links weg. Man kann die Schriftgröße ändern. Man kann sich es irgendwie noch als PDF oder EPUB runterladen. Also sie rendern das auch. Das Ganze ist eine Open Source JavaScript Engine, also Server-Side JavaScript, Node.js. Kann man auch lokal installieren und kriegt dann genau die gleichen HTML-Dateien etc. Dann Penflip habe ich auch erst neulich entdeckt. Das scheint ähnlich auch für Bücher zu sein. Hier ist eine Doku von Multi-Markdown. Schöne Übersicht haben sie nicht so wie bei GitHub, bei Gitbook. Oh, Leute, heute bin ich noch nicht ganz wach.
Hier sieht man dafür ein bisschen mehr Infos über die Repos. Beide können entweder eigene Git-Repos oder mit GitHub verwendet werden, soviel ich weiß. Viel mehr kann ich zu PenFlip gerade nicht sagen. Ich habe es erst kürzlich eben entdeckt. Jo. Wie ihr auch seht, dass dadurch, dass das Unburden Home Dir hier immer mal wieder auftaucht, man kann durchaus ein Projekt mit mehreren von den Diensten zusammen nutzen. Und was bei Git allgemein schön ist, es ist egal, wo man es hostet. Wenn der eine dicht macht, dann geht man halt zum nächsten. Macht das mal mit Subversion, das ist viel, viel mühsamer. Continuous Integration. Das ist was, wo ich irgendwie sehr schätze und was für mich eigentlich auch die Motivation war, den Vortrag zu machen. Ich habe eine Testsuite geschrieben für viele von meinen Projekten. Ich bin faul und ich denke nicht immer dran, sie auszuführen und sie vor jedem Commit auszuführen. Braucht zum Teil ein bisschen lang. Ich will das eigentlich asynchron machen. Und naja, Travis CI und AppWayer, die machen das für mich. AppWayer habe ich selber noch nicht ausprobiert, weil ich habe nicht so viele Anwendungen, die auch unter Windows laufen in meinem Portfolio. Aber bei Travis kann ich euch das zeigen. Das ist jetzt auch, da seht ihr jetzt auch dickfett, tut gerade nicht. Und es ist relativ sicher nicht der Commit, der hier fehlgeschlagen hat, sondern was bei Travis gibt, es gibt Cronjobs. Ich kann sagen, lasst mir das jede Woche laufen und ich kriege eine Mail, sobald es dann plötzlich mal nicht mehr tut. Weil es wird immer mit den aktuellsten Dependencies ausgeführt, die Testsuite, und so merke ich halt, wenn dann durch eine Dependency mein Projekt kaputt gegangen ist, relativ schnell. Und nicht erst, wenn es nach Debian hochgeladen ist und irgendwie Monate später mal dann irgendwo eine Dependency bei Debian aktualisiert wurde und dies dann kaputt gemacht hat. Hier sieht man zum Beispiel dann auch, ich lasse das mit verschiedenen Perl-Versionen testen. Und ein Test ist fehlgeschlagen, nämlich der mit Perl 5.24 threaded. Wobei das in dem Fall weiß ich, es liegt daran, dass ich hier ein Feature, genau in diesem Test ein Feature testen will und das funktioniert nicht mehr. Ich habe es noch nicht rausgefunden, warum. Was auch noch schön ist, hier unten ist, also hier ist die History. Das ist das Menü, sorry. Wenn ich das etwas kleiner mache, dann sieht man das eigentliche Layout, wie es im Webbrowser ist. Links die Projekte von mir, rechts hier die aktuellen Tests. Das ist ein bisschen übersichtlicher, wie lange es gedauert hat etc. Wenn man jetzt hier zum Beispiel draufklickt, dann sieht man das komplette Log, wie die Tests durchgelaufen sind. Das kommt jetzt hier irgendwo. U-Log. Na? Oder auch nicht. In der mobilen Variante ist es ein bisschen anders. Sie gehen wohl auf die Browserbreite oder so. Und hier sieht man irgendwo, ja, die Tests sind fehlgeschlagen. Und hier unten ist ein Test fehlgeschlagen, weil er ein Kommando nicht gefunden hat. Muss mal rausfinden, warum er das Kommando plötzlich nicht mehr findet. Weil ich habe angegeben, dass für den Test das installiert werden muss. Hat sich irgendwas an der Infrastruktur geändert. Aber ja. Und wenn man hier oben auf den Knopf drückt, während die Tests noch laufen, dann tut er sozusagen wie ein Tail-F im Webbrowser mitlaufen. Ist auch sehr schön, wenn man zugucken will, wenn man weiß, jetzt gleich schlägt es fehl. Nachteil, das Zeug braucht massiv Ressourcen im Webbrowser. Also würde ich in keinsten Fall im Tab im Hintergrund offen lassen, sondern relativ bald wieder zumachen, weil die laden alles dynamisch nach, inklusive selbst diesem Menü. Was hier auch noch hat, schön, ist eine Build-History. Ihr habt jetzt gesehen, wie es gerade nachgeladen hat. Und eben, also der Commit hat drei Wochen lang, hat er gut funktioniert und dann ist er irgendwann kaputt gegangen. Was hier auch noch schön ist, dass wenn man zum Beispiel GitHub, ich weiß nicht, wie es bei GitLab ist, wenn man Pull-Requests hat, im Moment sind keine da, sie testen auch, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will, dass du den Code hier von mir bei dir einbaust, dann laufen auch da die Tests für. Und ich sehe relativ schnell, sowohl hier als auch bei GitHub in den Issues, ob der Code die Testsuite noch durchläuft. Also sprich, ob derjenige das getestet hat zum Beispiel. Finde ich einfach sehr nett. Sonst Branches, ich kann auch sagen, welche Branches, da habe ich irgendwo noch mal ein paar gehabt, wo halt zum Testen waren und wo nicht so gut gelaufen sind, etc. AppWayer ist, wie gesagt, also Travis CI bietet Change Routes oder wo war ich hier? Minus, so.
Ubuntu 14.04 und 12.04, glaube ich, an, also die zwei älteren LTS und macOS X. macOS X vor allem für so Apps auf iOS. Dann AppWare ist praktisch das gleiche, nur halt für Testen auf Windows. Was, einen eigenen? Build-Slave. Die Frage war, ob man bei Travis CI auch einen eigenen Build-Slave angeben kann. Meines Wissens nach nicht. Das kannst du aber bei GitLab zum Beispiel. GitLab hat eine eigene eingebaute CI, die aber beim Hosted-Service auf jeden Fall einen eigenen Slave braucht. Also sie bieten sozusagen nicht die Rechenleistung dafür an, aber die Infrastruktur. AppWare, ganz kurz mal draufschauen, sieht alles ein bisschen anders aus dort. Aber auch, es wird auch konfiguriert über einen YAML-File im Git-Repo. Da kommt jetzt direkt das Log. Ich habe es selber nicht im Einsatz, deswegen kann ich nicht allzu viel zu sagen. Wenn man Windows testen will, scheint das so das beliebteste zu sein. Mal schauen, wird knapp, aber ja. Bei beiden kann man hinten dran, nachdem man sozusagen die Tests durchlaufen hat lassen, noch checken, wie viel vom Code durch die Tests abgedeckt wird. Dadurch tut Travis oder auch AppWare zum Beispiel an diverse andere Anbieter die Daten weiterreichen. Ich habe für meine Projekte CoverAlls und CodeCuff benutzt. Das sieht dann hier ungefähr so aus. CoverAlls ist da der älteste im Bereich. Da sieht man hier, Menüs, hibbelig. Hier war ich noch nicht so gut, da habe ich dann angefangen zu schauen auf die Coverage und irgendwann habe ich die Coverage relativ gut hingekriegt. Da sind nochmal ein paar Details. Man kann dann auch irgendwo ins Projekt rein und sieht dann wirklich Zeile für Zeile, welche gecovert ist und welche nicht. Das Grüne ist gecovert, das Rote nicht. Das sind halt irgendwelche Tests, wo halt im Zweifelsfall schlecht zu reproduzieren sind. Das sind Strings, irgendwo ist nochmal ein bisschen rot. Da. So. Ich kann halt irgendwie nicht testen, wenn LSOF nicht im Pfad ist, aber unter. Das ist eine Zeile, die ich speziell für Fedora eingebaut habe, weil sie LSOF aus irgendwelchen Gründen in User-S-Bin abgelegt haben, obwohl es auch für einen End-User benutzbar ist. CodeCuff sieht ähnlich aus. Was der Unterschied zwischen CodeCuff und CoverAlls ist, CoverAlls geht nur auf Statement-Coverage, also ob eine Zeile ausgeführt wurde oder nicht, während CodeCuff, das braucht jetzt noch ein bisschen, der ist noch nicht fertig. Da fehlt noch ein bisschen was. Geht auch auf Branch Coverage, nicht Branch Coverage, also es schaut nach, ob alle ob bei einem If-Statement, das zum Beispiel zwei Bedingungen hat, alle Varianten durchgetestet worden sind. Ich glaube, das heißt Branch Coverage oder so nennt man das. Hat aber nichts mit den Git-Branches zu tun, sondern im Programmablauf geht es mal links rum und mal rechts rum. Das mag jetzt gerade hier nicht so, oder es liegt am Browser. Aber Größe hat jetzt auch nichts, gut. Kommt gerade nicht. Code Climate versucht auch ähnliche Sachen zu machen, habe ich jetzt nicht im Einsatz. Da sieht man auch irgendwie so. Ja, sie machen noch ein bisschen mehr als nur Coverage. Statische Analysen und. Aber eben selber noch nicht ausprobiert, weil gibt es nicht für Perl. Das ist auch so, die ganzen Code-Coverage ist je nachdem für verschiedene Sprachen. Entweder ist es supported oder nicht. Die haben halt irgendwo Java, JavaScript, Ruby, aber ich bin halt ein Perl-Mensch, deswegen kann ich das nicht benutzen. Genauso SourceClear. Die versuchen, Sicherheitslücken durch statische Analyse zu finden. Unterstützen aber eben nur vier Sprachen, deswegen ist es nicht für jeden was. Ich habe ja auch noch keine Pro-Projekt-Sicht gefunden, aber gibt es vermutlich dann schon, wenn man da mal selber ein Projekt mit einbaut. Ist auch für Open-Source-Software, wie halt das mal alles hier kostenlos, sonst machen sie ja Geld mit kommerziellen
und dann eben sozusagen nicht, nicht öffentlichen Sachen. Ja, Bugtracking, ich gehe ein bisschen schneller durch, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. SourceForge bietet einen Bugtracker schon sehr lange an. Ja, ich finde ihn eher etwas mühsam. Jetzt kommen wieder die gleichen Pop-ups wie vorher. Es sieht genau, ja, genau. Weg damit. Und die Werbung auch nachher noch. 190. Up. 4. Blub, weg. Das ist einfach GNU Data Language. Da weiß ich einfach, dass sie hier sehr intensiv den Bugtracker benutzen. Optisch ähnlich mühsam wie der Git-Browser, aber ansonsten eigentlich benutzbar. ADJ bei Debian eben, da benutzen sehr wenige, weil Debian seinen eigenen Bugtracker hat. Das ist wirklich halt für Nicht-Paketier-Projekte ein Bugtracker. Fedora benutzt den von Trek, weil es eine Trek-Installation ist. Sieht dann hier so aus. Da, ja. Was ich irgendwie ein bisschen mühsam finde, ist, man muss sich immer irgendwie erst verschiedene Reporte aussuchen, bevor man wirklich irgendwie eine Liste von Bugs bekommt. Aber ja. GitLab und GitHub haben das auch. Da gehen wir nochmal kurz rein. Das finde ich noch sehr angenehm. Man kann irgendwie schön taggen. Es ist optisch hervorgehoben. Man sieht, alle roten Sachen würden zum Beispiel jetzt hier irgendwie Kompatibilität kaputt machen. Man kann schön filtern. Ja. Was mich ein bisschen nervt, wenn man irgendeine Tastatur bedient, der Browser, wenn ich jetzt hier C drücke, weil ich im Browser was machen will, macht er mir ein neues Issue. Aber sonst bin ich recht zufrieden. Der von GitLab sieht verdammt gleich aus. Das ist jetzt von GitLab selber. Die internen, also die eigenen, GitLab-eigenen. GitLab hostet sich selber und deswegen gibt es hier relativ hohe Ticketzahlen, weil es viele Leute benutzen. Ja, ein bisschen mehr Statistik sichtbar hier, aber Devio hat das auch. Hostet Redmine, wäre Redmine Hosting, also wirklich Projektmanagement ohne, also braucht man kein Git-Repo dabei. Ja, ich gehe mal weiter, weil wird knapp. Release Management haben wenige drin, bei GitLab weiß ich es nicht mal. Was ich unter anderem darunter verstehe, ist, dass man zu einem bestimmten Commit sagen kann und dieses Binary, das ich gebaut habe, bei mir, ist jetzt das offizielle Release, weil manchmal ist in so einem Release-Tarball halt doch mehr drin als im Git-Repo. Wenn man zum Beispiel Autoconf benutzt, dann hat man im Git-Repo nur Configure.ac und im Tarball, den man an die Benutzer rausgibt, ist aber nachher dann daraus generiertes Configure-Skript drin. Und deswegen Unterschied zwischen nur Git-Repo downloaden und eigentlich Release-Tarball downloaden. SourceForge spielt das schon sehr, sehr lange an. Entsprechend funktioniert das auch und ist gut bekannt. Man kann beliebige Strukturen offensichtlich hier drunter machen, Binaries hochladen etc. Das mit der Latest Version ist so eine Heuristik, die nicht immer funktioniert. Bei Zshell weiß ich, dass sie zum Teil ein Release fünfmal hochladen, bis genau der richtige Tarball vom Release an der Stelle sitzt. Und jetzt kommt wieder die schöne Werbung und die Cookies. Ich habe aber lang genug reden können. Ja. Und bei GitHub sieht das dann so aus, da finde ich das eigentlich sehr schön. Man sieht relativ schnell die Version, welcher Commit es ist. Ein Changelog auch noch kann man einbauen, also irgendwelche Release Notes. Und dann seht ihr hier unten, das ist der offizielle Tarball und das hier ist das Git-Repo dazu. Also sozusagen der Unterschied hier mit Configure-Skripten und hier nur was im Git ist. Wenn man hier rechts guckt, dann ist auch noch irgendwie beim einen noch die Größe angegeben. Finde ich jetzt irgendwie schön gelöst, vor allem in die Integration mit Git und der Bezugnahme auf die Tags. Wenn man sich nur die Tags anschaut, da gibt es halt dann auch nochmal die Downloads von wie das, also das die Snapshots vom Git-Archiv, vom Repo. Jo. DNS-Hosting ganz kurz, kann man auch haben, xname.org. Und Metanet in der Schweiz. Bei Metanet ist das Limit 5 Domains, machen sie einfach kostenlos, kriegt man Secondaries. Wenn man einfach nur einen Server hat, wo DNS macht zum Beispiel, dann kann man sagen, und meine Secondaries sind die 5 von Metanet oder die 3. Xname.org habe ich selber noch nicht benutzt, bietet das aber auch kostenlos für an. Na,
bisschen langsam. Oh, das ist ja natürlich dann wieder weniger. Zertifikat expired 2012, da sollten Sie mal Let's Encrypt angucken. Ja, ganz kurz noch Status-Buttons. Habt ihr jetzt schon auf vielen von den README-Seiten gesehen, so die schönen grünen oder rot-schwarzen Buttons. Shields.io bietet davon einfach extrem viele für, ich weiß nicht, der Geier was an. Deswegen lädt die Seite jetzt auch eher langsam. Ich versuche schon zu scrollen. Hallo. Einfach mal durchgucken. Für diverse Programmiersprachen und deren eigene Repos, irgendwie PyPy, CPAN, Koten. Und alle halt schön im gleichen Stil, wenn man es irgendwie optisch gern einheitlich hat. Als SVG, als PNG, als weiß der Geier was. Und ja, diese typischen Eselsohren oben auf Webseiten, Fork Me on GitHub, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Sehr schön ist, es gibt sie auch als pures CSS, also ich kann sogar hier irgendwie drin den Text markieren, rein theoretisch, aber es ist wirklich Text. Und was ich noch sehr schön finde, ja, ich sehe es. Es gibt Leute, die haben das etwas auf die Schippe genommen. Vor allem der hier unten, der hier. Confuse users with unmaintained forks on GitHub. Ja. Wobei dort das Forken halt für einen Pull-Request mehr oder weniger notwendig ist. Man kann aber auch sagen, tu den Fork wieder entfernen, sobald der Pull-Request akzeptiert wurde. So, dann bin ich auch fast durch. Ganz kurz noch ein bisschen Historie. Es gab auch noch so ein paar Hosting-Plattformen, die leider gestorben sind. Gitorius ist eigentlich, die habe ich wirklich selber benutzt. Das war der erste GitHub-Klon, der Open Source war. Sie haben es aber leider nicht geschafft, ein Business draus zu machen, sind von GitLab geschluckt worden und die haben vor allem die Ressourcen und Leute abgezogen und haben da das Ding platt gemacht. Die Community hat dann die ganzen Repos wieder read-only ans Netz genommen. Google Code wurde halt wie bei Google bei so vielen Produkten halt dicht gemacht. Es gab Migrationstools zu GitHub. Also wenn ihr irgendwo einen Link auf Google Code findet, schaut mal auf GitHub, ob das Projekt nicht mittlerweile auf GitHub ist. Berlioz, das war so auch so ein SourceForge-Fork in Deutschland von der Fraunhofer Gesellschaft. Dicht gemacht, dann wieder aufgeschaltet, wieder dicht gemacht. Ja. Und wenn ihr noch mehr solche, vor allem kostenlose, aber zum Teil auch kostenpflichtige Dienste rund ums Hosting für Projekte sucht, die Integration Directories von das SA hinten stimmt irgendwie nicht. Das A ist zu viel, habe ich vertippt. Bei GitHub oder bei Travis gucken oder sonst allgemein Alternative to kann man irgendein Projekt angeben und es findet einem ähnliche Projekte. Ja, so, ich bin durch. Dankeschön. Ja. Ganz tollen, interessanten, umfangreichen. Ja, das ist immer so, beim ersten Mal, wenn man hält, da hat man nicht so ganz das Gefühl, wie lange es dauert, aber es hat einigermaßen geklappt. Und dafür möchten wir ein kleines Präsent überreichen. Ein orangener Regenschirm, wie schön. Dass Sie nächstes Jahr uns wieder besuchen mit einem Gerne interessanten doch. Vortrag. Ich danke auch nochmal fürs Zuhören und dass sich so viele dafür interessiert haben, auch wenn das jetzt eher so ein... Ich weiß nicht, also philosophisch würde ich ja eher das Selbsthosting bevorzugen, muss ich noch sagen. Aber nicht alle haben irgendwie die Ressourcen, Zeit und das Geld dafür. Insofern lieber mal Open Source Software schreiben und so anfangen. Und wenn man dann größer wird, auf Selbsthosted umstellen. Danke. Danke.